Am 30. Oktober besuchte Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier gemeinsam mit City-Manager Stefan Purz den Second-Hand-Laden Kreislaufhelden in Schwerin. Den Laden gibt es seit dem 1. Oktober 2024 in der Lübecker Straße 18. Inhaberin Julia Geisendorf verkauft dort gebrauchte Kleidungsstücke, Accessoires und Spielzeuge zu erschwinglichen Preisen. Nebenbei verfolgt die Inhaberin ein soziales Konzept. Wir unterstützen immer drei verschiedene Projekte und Vereine hier in Schwerin und Umland, die wir uns gut aussuchen, zu denen wir einen Bezug haben. Die möchten wir gerne unterstützen und es soll eben transparent sein, sodass man weiß, wo das hingeht und was wir damit machen. Und das ist die Idee dahinter. Die Kreislaufhelden haben bei dem Wettbewerb Idee sucht Laden sucht Idee gewonnen. Der Wettbewerb sucht innovative Geschäfts- und Nutzungsideen für leerstehende Ladenflächen in der Innenstadt. Das ist ja quasi ein Bundesprogramm nach Corona gewesen, um Innenstädte sozusagen zu revitalisieren. Und auch wir haben ja den ein oder anderen Leerstand in der Innenstadt. Sehen wir ja, es geht auch vielleicht ein bisschen weg vom Einzelhandel und immer mehr in Richtung Gastronomie. Umso wichtiger ist es, auch Einzelhandel in der Innenstadt zu halten, dass man sozusagen Punkte hat, warum es sich lohnt, in die Stadt zu kommen. Und mit diesem Projekt, der jetzt schon die zweite Runde hat, machen wir es sowohl Gründerinnen und Gründern leichter, eine neue Idee zu initiieren, für einen gewissen Zeitraum Anschubhilfe zu kriegen, aber halt auch den Eigentümern der Immobilien quasi sozusagen richtige Mieter zu finden. Die Schweriner Innenstadt zählt etwa 350 Fachgeschäfte. 200 davon befinden sich außerhalb der großen Einkaufscenter, viele davon inhabergeführt. Der Leerstand lag in der Vergangenheit bei etwa 10%. Mit dem Wettbewerb soll die Innenstadt noch attraktiver werden und Schwerin weiter beleben.